Oh, fuck. Okay. Hat er gerade das Feuer von seinem Schwanz in seinem Mund aufgenommen? Hat er sich gerade selbst eingelutscht? Okay. Ich habe meinen Meister gefunden. Oh, großer T-Rex des Selbstlutschens. Respektable Leistung. Jeder Hund auf dieser Welt hat es schon probiert und nicht geschafft. Schön, dass du nun so nah dran bist. Übrigens, die Quest könnte noch gefühlte 30 Minuten gehen. Ich schlafe. Es hält mich besser niemand auf mir. Was? Ich schlafe. Niemand sollte mich aufhalten. Was? Okay, mach halt. Dann schlaf halt ein. Siehst du, als wenn ich dich gerade irgendwie im Kampf oder so gebraucht hätte? Nein. Okay. Leider kann ich gerade kein Fernglas mitnehmen. Sehr, sehr schade. Ansonsten wäre die Quest auch viel einfacher gewesen. Hätten wir uns erstmal in Ruhe angucken können, was er überhaupt kann. Übrigens, mit den Masken kann man echt äußerst gut schlafen. Immerhin kommt wahrscheinlich kein Licht durch. Erklärt doch, meine Katzen die ganze Zeit nichts machen. Sie sehen einfach nichts. Es sieht zwar aus wie Augen, was da vorne dran hängt, aber es ist Teil der Maske. Es ist einfach zu. Okay, das heißt, ich habe gerade einmal sterben, gespeichert, nicht genommen, ignoriert. Um dann meine Ausdauer wieder voll machen zu können. Heißt, ich sollte jetzt nicht sterben, sondern erst wenn die Ausdauer wieder weiter unten ist, um noch länger kämpfen zu können. Ist jetzt so der Plan. Ey! No! Beste Idee ever. Oh, ein Feuerball kommt. Ich muss da reinspringen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Alles klar, mein Schilling. Probieren wir das mal weiter, nur ein bisschen sinnvoller. Mich stört's echt, dass ich bis auf dich hab einschläfern lassen und nichts hinbekommen habe. Okay, aber das Rollen ist echt eine gute Idee. Einfach so kurz zur Seite gehen, ein bisschen wie als wenn man gegen Nagakuga kämpfen würde. Wenn er hinter einem ist, einfach präventiv einmal zur Seite rollen. Schaden kann's dann erstmal nicht. Komm, irgendwas muss doch da mal durchkommen. Dankeschön. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr auf seine Schwachstellen gehen, was eigentlich fast schon bedeuten würde, dass ich mehr auf den Kopf gehen muss. Damit ich ein bisschen mehr Damage hier raushaue. Immerhin habe ich einen 80 Grund-Damage-Stat plus absolut keine Verteidigung. Sag ich doch, einfach mal kurz zur Seite rollen. Das hat mir jetzt schon mehrmals den Arsch gerettet. Aber vor Arsch gerettet, da war schon wieder sein Schwanz ziemlich nah dran. Ja, wir haben es verstanden. Du wirst ziemlich gerne wütend. Okay. Guter Junge, mach mal Sitz. Vielleicht klappt das ja. So Wutprobleme, Behandlung wäre toll. Gibt's da... Nee, es gibt einen umgekehrten Film mit der Wutprobe. Okay. Alter! Ben Swolo haut ja mal richtig zu. Er hat den einfach gerade einfach umgehauen. Aus dem Nix. Ja, leg dich nicht mit Ben Swolo an. Der lässt dich wegknacken, wenn er einmal wütend ist. Es ist sogar ein Shiny Drop abgefallen. Okay. Läuft bei ihm. Aber richtig, fick dich, hart. Okay. Das Abprallen ist gerade noch ungünstiger. Das heißt, wenn ich angreife, bin ich immer zusätzlich auch noch anfällig für... Rückschläge. Hat er irgendwie gerade mehr Defense bekommen? Durch das Wütendwerden, also einen höheren Rüstungswert. Ich glaube schon. Okay, am Bauch komme ich immer noch durch. Nicht immer, aber häufig. How about no? Das funktioniert tatsächlich. Dann war vorhin nur eine Wand da, als es nicht geklappt hat. Von mir aus. Nein, du willst nett bleiben. Scheiße, ich werde gerade... kann gerade nur gefokust werden. Okay, hat den Vorteil, ich kann weiter angreifen. Hat den Nachteil, ich kann gerade nicht angreifen. Feuerwelle kommt. Nicht ignorieren. Okay, alles gut. Alles super. Alles chillig. Noch haben wir die Überhand. Hätte ich eine Waffe, die gut wäre, wäre er bestimmt auch schon tot. Aber so muss ich ihn weiter nach unten zergen. Ich kuschel ihn mit Schafspelz zu Tode. Er soll an meiner Wolle ersticken. Vor allem wäre er gerade schon wieder woanders hingegangen. Kann ich hier kurz aufsammeln? Bist du damit zufrieden? Glavenus-Schuppe erhalten. Das war zumindest schon mal nicht komplett für umsonst. Das können wir schon mal festhalten.
Okay, solange du dabei nicht deinen kompletten Backflip machst, scheint es auch nicht allzu viel Schaden zu machen. So, Miguel, geh da weg. Okay. Oh, es leuchtet. Es ist schön warm. Ich muss es anfassen. Ben Swolo ist OB und Miguel ist doof. Ich glaube, wir haben unsere Aufteilung dieser Gruppe gefunden. Und er humpelt immer noch nicht. Er chillt sich immer noch einen ab. Okay. Chill dich halt zur nächsten Base von mir aus. Ich weiß nicht mal, wie stark der Typ hier eigentlich ist, aber in der Regel ist es so, wenn die Monster vorkommen, muss man sie eh demnächst erledigen. Deswegen, wenn ich jetzt noch nicht bereit bin, bin ich nachher auch noch nicht. Gut, ich hätte vielleicht mehr Items, hätte dann nochmal farmen können und so weiter und so fort. Aber in der Regel, so lange dauert es nicht, bis der wirklich kommt. Das heißt, wir können schon mal schauen, wie lange dann, ich mache das immer noch heute überladen, die Quest dann dauert. Und wenn wir irgendwann dahin kommen. Ich habe momentan das Gefühl, dass es lange sein wird. Ich prall schon wieder ab. Lass das so. Notfalls, wie gesagt, ein bisschen aufs Gesicht gehen. Sollte eigentlich schöne Vorteile haben. Wenn ich nur die Bomben nicht beim Zetsu Capra aufgebraucht hätte. Also mich selber damit umgebracht hätte. Wäre das hier alles so viel einfacher. Hast du gerade einfach hinter dir einen Baum zerstört? Du hast nicht mal hingeguckt. Junge, tu wenigstens so, als würdest du mit Absicht die Sachen kaputt machen. Ah, du schläfst schon wieder. Ich habe halt nichts dagegen, das ist ein bisschen ungünstig. Kack ihn ruhig an, Melinkse. Von mir aus. Ich habe schon gehofft, dass die... Ey, easy. Dass die einfach eine Bombe dahin legt oder so, aber es waren ja Felinen, die das machen können, nicht Melinkse. Daher... Ey, die helfen mir, glaube ich, sogar, die Melinkse, wobei der hätte gerade eben angegriffen. Aber so wie wir um den ringsrum rennen, geht es zumindest gerade nicht auf mich. Das finde ich äußerst geilotronisch. Der Schrei von dem ist nicht allzu lang. Ben Swolo, Miguel, Hilfe? Ja, Hilfe kommt. Ich glaube, ich sollte meinen ersten Hilfearznei, wo wir gerade beim Thema Hilfe sind, ebenfalls nochmal ein bisschen aufstocken. Immerhin habe ich ja noch Honig übrig. Verdammt! Oh, da kommt was Brennendes. Lass reinspringen. Sinus Gedanken. Ungefähr so unverständlich wie die von Gott, nur nicht so tiefgründig. Au, oh, fuck. Für diese Referenz wurde mir direkt nochmal ein Feuerball ins Gesicht gedrückt. Der Feuerball war bloß halt innerhalb des Mundes vom T-Rex. Der wollte halt nicht rauskommen. So wie der Röpser, der gerade in meiner Lunge steckt. Okay, gut, das sind alles keine witzigen Witze, die ich hier reiße. Versuchen wir lieber sinnvoll zu kämpfen. Heißt, wir haben hier noch dreimal Honig, dreimal Silberznei. Wie direkt vorhergesehen. Ob mir das jetzt das Leben retten wird oder nicht, zeigt uns gleich das Licht. Ich könnte die Giftrauchbomben benutzen. Ich weiß nicht, ob das stark genug ist, um so einen Typen tatsächlich zu vergiften. Aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Frisst die Bomben! Feuer. Hier sehen die Bomben voll komisch aus. Frisst noch mehr davon! Nein, es reicht nicht. Das hätte ich mir fast gedacht. Immerhin ist es für kleine, süße Banabras vorgesehen und nicht so etwas Großes. Sehr schade. Ich brenne jetzt schon, wenn er mich bloß kurz mit dem Bodyslam antrifft. Das ist nicht gut. Und ich hätte gerne nochmal irgendwo eine Erhebung, damit ich auf ihn draufreiten könnte. Weil nochmal wegreiten wäre äußerst hilfreich. Ich weiß noch nicht für was. Aber einmal deutlich über ihm zu stehen, ist eigentlich nie scheiße. Ben Swolo, welche Richtung? Angriff ist woanders. Da kam gerade kein Feuer raus. Ist das Horn nachgewachsen? Nee, das andere ist immer noch da. Ah, da ist was kaputt gegangen. Okay. So viel dazu. Ach, meine Scherbe ist schon wieder weiter runter. Fuck, Feuer. Nicht gut. Lass mich raus. Ich will hier nicht sein. Nicht wegen Feuer sterben. Ich verbrenne mich hier jetzt nicht an dir. Dankeschön. Puh, in Word wäre ich jetzt sowas von draufgegangen, weil er mir jetzt einfach hinterhergelaufen wäre. Aber zum Glück können wir hier mal kurz das Gebiet wechseln. Dann muss ich halt den nächsten nehmen, ne? Ansonsten lohnt sich das nicht. Wetzstein auch nochmal hinten rein. Der wurde gerade zweimal miteinander wütend. Das ist in der Regel immer ein gutes Zeichen, dass wir uns nicht mehr allzu viel Leben haben. Wir könnten uns
auf einen siegreichen Sieg hinarbeiten. Vielleicht ist das alles doch nicht komplett nutz. Er läuft noch normal. Okay, ignoriert, was ich gesagt habe. Er humpelt immer noch nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen nach 30 Minuten Kampf. Wop, wop, wop. Ah, okay, Buddy, hi ho. Ich stehe deutlich über dir. Ich glaube, er mag keine Star Wars Referenzen. Das ist ungünstig. Dann hau ich halt weiterhin ab. So, jetzt komm mal her. Bisschen langsamer wäre auch in Ordnung gewesen. Vielleicht soll ich ihn auch nicht bereiten. Ich meine, das sind dann so ein paar Angriffe, die ich raushauen kann. Gut, die sind halt dann immer, also sollten theoretisch gezielt sein und auch relativ stark. Daher. Alter, die Katzen sind einfach OP. Das war schon wieder Ben Swolo, der den Typen einfach umgehauen hat. So aus dem Nix. Alles klar. Gabriel ist online. Grüße an Gabriel an dieser Stelle. What the fuck? Läuft bei den... Oh, der hat Hunger. Perfekt. Das heißt, all seine Feuerdinger sind wahrscheinlich gerade nicht da. Au. Er ist langsamer. Das heißt, wir können, wenn er das Ding auf den Boden haut, auf den Schwanz angreifen. Feuer sollte gar nicht kommen, wenn er ein bisschen wie Rathalos und Ratian ist. Oder ein bisschen wie alle anderen Mods in diesem Spiel, sagen wir es so. Heißt, jetzt ist unsere Zeit. Normalerweise ist es immer so, du kämpfst so lange, also du rennst so, also ich, nicht du, ich, wir müssen das ja auf die richtigen beziehen, renne so lange weg, bis das Monster keine Ausdauer mehr hat. Und dann greife ich an und dann ist es tot. In der Regel funktioniert das. Ich glaube, wir müssen das allerdings zweimal machen bei meinem kleinen Starnzocher. Starnzocher? Zahnstocher, den ich hier benutze. Du bist eh ganz freundlich gerade. Ich weiß, ich aus wie ein gutes Meal, aber... Ich nehme mal lieber deine Träne noch mit auf. Es hält aber leider nur so lange, bis der gute Typi wieder nicht mehr, also bis er einmal wütend geworden ist. Ja, zieh dich zurück! Probier's zumindest! Als wenn... Er ist wütend, oder? Ja, er ist wieder feurig. Er hat mit purer Willenskraft seinen Hunger überwunden. Okay! Mach halt! Jeder, der auf Diät ist, schafft das auch. Als wenn du damit was Besonderes wärst. Ich sollte mich nochmal heilen. Nur so eine random Idee am Rande. Miguel und jetzt Shitmons Ben Swolo, ne? Hat genug getan für heute. Das sieht übrigens ziemlich badass aus, was er tut. Das Schwanzlutschen ist ungefähr so badass, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und er ist nochmal wütend. Ja, okay. Zumindest zeigen meine Angriffe langsam, aber sicher wütend. Wirkung. Immerhin, das tut. Der Kopf ist kaputt. Ab und zu hat er sich auch gemeldet wie, ey, au, das tat weh. Das ist halt alles, was ich erwarten kann. Oh, Scheiße, Alter, der Schaden, den ich von diesen Beißerchen kriege, ist echt zu viel. Das muss ich... Oh! Cooler Move, cooler Boy. Okay, ich kämpfe gerne gegen dich tatsächlich. Muss ich jetzt mal ganz kurz so erwähnen. Also viele von den neuen Monstern sind ja immer so, du, ja, ne, kennst du, machst du, ist nichts Besonderes, aber du gefällst mir. Weswegen ich die Kampf auch noch nicht aufgegeben habe, obwohl ich eindeutig gefühlt keine Chance habe. Ben Swolo, do something! Au, duel schnell! Und so ist der Gegner es auch bemerkt. Nein. Noch am Brennen zu sein ist auch ungünstig. Noch mehr Feuer, noch mehr Feuer. Lalalala, heiß. Nicht gut. So, kurz mal heil. Weil hier fliegen über mir gerade noch ein paar Nabras. Gut, das war die letzte Quest. Aber trotzdem. Die Anmerkungen sind bekannt. Daher kommt das... Ah, das war knapp. Das Monster. Die Banabras haben es geschickt, um mich zu erledigen. Die Rache der Banabras. Verstehe. Gut von mir aus. Wenn ich den Part so nenne, wird jeder etwas komplett anderes vermuten. Ist mir dann aber auch egal. Du gehst echt nicht weit. Kurz mal geschrien und schon bin ich drauf. Das war ein Brunftschrei seinerseits. Verstehe. Jetzt chill. Dankeschön. Wäre sonst fast knapp gewesen, ich hätte dich fast nicht runterbringen können. Okay, auf den Kopf komme ich sowieso die ganze Zeit. Aber vielleicht... Wenn ich die richtigen Angriffe mache, könnte ich ihn damit nochmal stunnen, aber nicht mit Schild und Schwert. Dafür habe ich zu wenig zugeschlagen, aber die Ausdauer kann ich noch ein bisschen runterziehen. Das ist eine ebenfalls nicht
allzu doofe Idee. Komm schon, bitte, bitte. Dann humpel halt nicht. Ignoriere halt alles, was ich hier für dich gebe. Okay, von mir aus. Mach's halt. Es ist jetzt nicht so, als wenn ich dich nur zur Selbstbestätigung meines eigenen Ichs töten wollen würde. Ich hätte eher rollen sollen. Ich muss wesentlich mehr auf Leben spielen und wesentlich weniger auf Angriff. So wie es hier momentan läuft. Ich weiß, der Kampf geht schon Ewigkeiten und ich sollte mehr auf Angriff gehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt tot kriege, wenn ich nicht mehr auf Angriff gehe. Das ist schon wie wenn es wohl echt die ganze Zeit nichts macht. Außer wenn der Monster tötet und umhaut mit einem Schlag. Aber wenn ich halt so viel auf Angriff gehe, dann habe ich halt keine Heilung mehr. Ich bin jetzt schon out of heal Items. Und das wird halt definitiv nicht besser, weil ich nirgendwo was finden kann. Und es keine Nebenquest gibt, die mir mehr Items geben würde. Oh, shit. Das heißt, ich habe mich lange gehalten, aber jetzt ist es vorbei mit dem Spaß. So sieht es zumindest aus. Okay. Noch nicht aufgeben. Noch ist alles drin. Auch Win. Man darf halt nur nicht scheiße spielen. Wenn ich einfach nicht mehr getroffen werde, wie eh und je, dann ist das hier mein Kampf. Es ist ungünstig, das so zu nennen. Das sehe ich ein. Komm schon, roll nochmal, bitte, bitte, bitte. Wieso kostet Rollen eigentlich so viel Ausdauer? Das war früher weniger. So, einschlagen, ich bin tot, ne? Also ein Treffer von ihm, nennen wir es so. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen könnte, andernfalls noch. Das ist halt... Oh, fuck, ich brenne. Egal. Rollen bringt nichts mehr. Bin ich eh zu schnell tot. Okay. Probiere ich das jetzt noch weiter? Ich meine, ich habe noch... zweimal sterben. Oh, 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 oh. Okay, er hat seine Meinung dazu klar kundgetan. Ja, am Boden liegende Sinus werden nochmal getreten. Damit gar nichts. Warte, warte, vielleicht habe ich was. Ey, ey, alter Opi, ich brauche mal was. Das brauche ich nicht. Ich will deine Weisheit nicht in Frage stellen, aber keins von den beiden Dingen bringt mir was. Okay. That's something. Aber auch das ist sinnlos. Also außer er frisst mich. Also ist nicht komplett sinnlos. Du kannst keine Items abholen. Okay. Dann nehmen wir unser Wettstein hier nochmal. Wir haben noch 8 Stück. Von mir aus. Und dann gehen wir nochmal zurück. Also so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Einmal tot ist von mir aus drin. Auch mit meinen momentanen Waffen. Habe ich... Ich habe nochmal Diamantsamen. Okay. Farbbälle sollte man vielleicht auch mal benutzen. Das Suchen könnte jetzt schon ein bisschen abgefuckt, unnötig lange wäre. Ah, hi. Never mind. Hab ihn gefunden. Hier für dich. Sogar direkt ins Gesicht rein. Wenn wir dabei sind, spielen wir mal schlau. Yep. Du kommst eh durch das Feuer gelaufen, weil es cool aussieht. Nein, du gehst auf Benzvolo. Dumme Idee. Er wird dich erledigen. Vertrau mir. Er weiß es nur selber nicht. Er muss nur lernen, sich selbst zu vertrauen. Standardregelung in jedem Anime. Also wird es auch hier funktionieren. Nachdem ich nur schon beim letzten Mal den perfekten Anime-Screenshot gelandet habe. Komm schon. Sei nett zu mir. Fuck. Ja, genau. Tu so, als würde es Schaden machen. Das reicht mir doch schon. Ich meine, dass Benz wohl dich zweimal umgehauen hat, ist schon Disrespect genug. Die ich jetzt auch nochmal zur Seite gehauen habe und sich zweimal eingeschläfert habe, ist auch schon mal was Schönes. So, jetzt ist Benz wohl an meiner Seite. Ich habe ihn auch mal down gehauen. Wunderbar. Meine Damen und Herren, meine Schläge zeigen Wirkung. Machen es nicht. Das ist einfach nur ein Schlag in der richtigen Sekunde, damit er umfällt. Es ist wie beim Lagombi damals, beim Appen, nein, beim großer böser Dino in World. Nicht Devil Joe, sondern auch mit A. Anyanaf in World. Da kommt noch mal was. Ich kann mich ja immer noch nicht heilen, ne? Das hat sich ja seitdem nicht geändert. Ah, shit. Yes! Das ist doch Humpeln. Das ist anders als vorher, oder? Er wiggelt ein bisschen mehr als sonst. Bitte? Nee, Humpeln würde langsamer sein, oder? Egal, wir können noch weitermachen. Wir könnten Kräuter aufsammeln.
Ich meine, das sieht doch hier fast ziemlich kräuterig aus. Das sind Käfernetze. Okay. Tischlerkäfer. Beim einmaligen Fahren gab es doch normale Kräuter mit. Dann brauche ich auch noch Blaupilze mit dazu, die ich auch noch nicht habe. Du bist nichts zum Sammeln, du bist nichts zum Sammeln. Na gut, dann laufen wir den Typen mal hinterher. Der chillt sich eh gerade seine Base. Zeit wird auch langsam knapp, also ne, Angriff oder Tod. Das ist so meine Auswahl gerade. Ich sollte vielleicht ein bisschen den Tod wegstecken mit dem Diamantsamen. Ja, du siehst böse aus, danke, habe ich verstanden. Und du bist böse mit Feuer, weil warum nicht? Und Miguel ist wütend. Miguel! Tu was! Ich weiß, auch du kannst ihn umhauen. Dann haben wir eine heilige Dreifaltigkeit erzeugt, weil jeder drei, also ihn einmal umgehauen hat. Wobei, vielleicht hat Miguel einfach gesagt, hau ihn um und wir haben es ausgeführt. So, wir haben also eine Judistative und zwei Exekutive. Wir haben also kein Gesetz und es wird beliebig getötet. Nach dem Willen einer Person. Klingt sinnvoll, machen wir. Er humpelt noch nicht. Das war kein Humpeln. Oder das ist immer noch Humpeln. Ja, keine Ahnung. Ich kenne das Monster nicht. Ich weiß nur, er hat Hunger und geht gerade woanders. Kann man den hier überhaupt töten? Es kann sehr gut sein, dass man ihn hier nicht umbringen kann. Das ist jetzt so meine letzte Hoffnung, die ich irgendwie raus haben muss. Und nein, nein, der kann nicht sterben. Hust, hust. Das geht hier nicht. Oh, er kommt an. Und das war bitter. Das war bitterer als Herbitterschokolade. Und die ist verdammt bitter. So, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Dann will ich schon wieder sterben. Ah, Mann! Also, wenn ich wenigstens eine sinnvolle Waffe hätte, könnte ich eine Aussage treffen, wie, hey, ja, der ist unbringbar oder nicht. Aber in mehreren Spielen sind die jetzt, also gerade in neueren Spielen, sind die nicht sterblich in den ersten Begegnungen. Und der war schon so häufig wütend. Der muss eigentlich... Fuck! Da ich keine Ausdauer mehr, um nochmal zu rollen, glaube ich. Also ich habe zumindest gedrückt, nochmal rollen, weil ich habe gesehen, da kommt was. Ah, fuck, was mache ich jetzt? Da! Kämpfen wir weiter, rennen wir weg, legen wir den noch. Ist die Quest... Das ist die Quest zu verkacken hier wertvoll genug, um weiter zu kämpfen? Eigentlich schon, ne? Ich meine, ich bin ja jetzt keine Memme. Ich bin schon eine Memme, weil ich mich ganz darüber beschwere, dass ich nicht genügend Schaden mache. Aber trotzdem, der Anfang lief gut. Und danach habe ich keine Heilung mehr. Können wir kämpfen, bis ich fast tot bin. Und dann bin ich hoffentlich nicht direkt komplett weg. Und dann können wir die Dinge abgeben und dann ist gut. So, wobei ich würde den schon ganz gern... Oh, habe ich dir da wieder was kaputt hat ihm nicht gefallen. Gemacht, das tut mir aber leid. Eigentlich überhaupt nicht. Aber das musst du ja nicht wissen, ne? So, zack, ja, das tat weh. Das wird gleich noch mehr wehtun, wenn ich nicht aufpasse. Ich glaube, reiten ist echt eine gute Idee. Also nochmal ein drittes Mal in ihn einzudringen, weil alle guten Dinge sind drei. Weil wenn er mich lässt, was er tatsächlich gerade nicht tut, wobei er tut es eigentlich genau, wenn er schon nach vorne macht, oder? Feuerball, Feuerball, noch ein kurzer Feuerball. Komm schon. Nur ein bisschen laufen. Plus für mich. Das ist nicht laufen. Es tut mir stark leid, aber es ist kein Laufen. Ah, fuck. Ich werde wahrscheinlich auch wegen der Zeit ein bisschen verkacken, ne? Nur noch 10 Minuten. Erst bei 5 Minuten kommt nochmal ein Hinweis. Vielleicht machen wir es auch nach der Zeit abhängig. Die Frage ist, selbst wenn ich ihn jetzt direkt humpeln sehen würde, würde die Zeit noch ausreichen, um ihn umzubringen? Ich glaube nämlich fast schon nicht, weil das ja dann auch nochmal ein paar Sekunden dauert. Das ist ein bisschen ungünstig in jeglicher Weise. Das wird nix. Das wird was. Hi ho. Ah, nochmal abgeblockt. Natürlich auch in der Luft und er humpelt immer noch nicht weg. Ach Scheiße. Das ist doch nicht wahr. Das heißt, ich habe echt zu beschissen gekämpft, um ihn wegzumachen. Mann, aber ich dachte, so scheiße habe ich gar nicht gespielt. Dachte ich. Er geht gerade wieder essen da oben, oder? Da lag doch ein toter Kadaver. Ja, ein toter Kadaver. Der Tod ist, muss da extra gesagt werden. So wie tote Leichen. Es ist nicht anzunehmen, dass Leichen tot sind. Siehe zum Beispiel Zombies und Ekliges.
Okay, das war die zweite große Fassung, wo man Lucia da abbekommen hatte. Also langsam muss er, also es war nicht Plus, glaube ich, aber es war die nächste Fassbombe. Also zumindest humpeln wäre mir halt schon mal äußerst lieb. Wobei ich würde halt, glaube ich, auch schon Itas bekommen, nur weil ich halt den Kopf kaputt gemacht habe. Und ich habe, die Schuppe behalte ich sowieso. Also ich gehe nicht komplett ohne Items raus, egal was ich jetzt mache. Das ist auch schon mal ein Anfang. Aber es kann nicht sein, dass der, doch es kann sein, aber der ist eigentlich High-Rank-Monster und G-Rank-Monster vorbehalten, dass man 50 Minuten auf die einprügelt und sie dabei nicht drauf gehen. Egal wie schwach die Waffe ist, das stimmt auch nicht ganz, aber trotzdem, so im Großen und Ganzen, also, wenn du doch einmal weggehen würdest mit Humpeln, würde mir so rein egomäßig auch fast schon ausreichen. Vertrau mir. Und gewähren sie, wäre es so viel schöner gewesen. Einfach nur, weil ich tatsächlich Schaden gemacht hätte. Und war was hätte, um zu zeigen, guck mal, wenn du schläfst, kann ich sogar angreifen. Das war wirklich das Dümmste. Ich glaube, ich block einfach. Da nichts gehabt zu haben. Oh, fuck, jetzt bin ich im nächsten Schlag tot. Ah, Mann, das ist dieser Zwiespalt. Das Ego, was sagt, töte ihn. Do it. Just do it. Und dann die Realität, die sagt, Junge, du schaffst das nicht. Aber die Realität seid ihr und ich nehme es euch, den Stinkefinger zu zeigen. Was vielleicht erklärt, warum ich so wenig Zuschauer habe, aber trotzdem. So, bist du vielleicht jetzt wenigstens hungrig? Nope, ist er nicht. In keinster Weise. Aber wenn ich halt nichts mache, wird das auch nicht besser. Wenn ich halt nur zuschaue, mache ich halt auch keinen Schaden. Ich weiß, Captain Obvious, aber man muss es mal gesagt haben. Ben Swolo, so nicht. Du darfst nicht noch weniger machen als ich. Mach wenigstens du was. Ich weiß, du bist OP. Du kannst deine Schläge rechtzeitig richtig raushauen. Du hast es zweimal bewiesen heute. Das reicht für mich für den physikalischen Beweis. So wie alle Zahlen sind Primzahlen. Eins. Überspringen wir. Zwei, ja. Drei, ja. Vier ist einfach nur Messfehler. Fünf passt. Der Rest ergibt sich durch Extrapolation. Damit alle Zahlen sind Primzahlen. Fuck. Au, jetzt sollte ich gehen. Alles klar. Das war mein Stichwort. War schön, dich gekannt zu haben. Auf Nimmerwiedersehen. Oder ich sollte mich zumindest heilen gehen. Auch eine Option. Auf jeden Fall erst einmal hier raus. Bye, bye, liebes... Drache passt nicht. Tyrannosaurus Rex, humpelst du? Komm, geh wenigstens noch einmal kurz. Nur kurz weggehen, damit ich weiß. Nein, Miguel kämpft weiter. Harter, okay, dann gehe ich mich schnell heilen und komm zurück. Alles klar. Auch eine Option. Renn schneller. Renn, Buddy, renn. Er folgt mir gerade. Nee, er ist bloß nochmal schnell auf Ben Swolo gegangen. Gut, von mir aus. Ich glaube, Ben Swolo hat... Schaut mal links auf das Bild von Ben Swolo. Der hat so gar keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Jahrelang werde ich hier mitgeschliffen von dem Typen. Nur um dann auf sowas zu treffen. Why am I doing this? Ich glaube, es ist von dem Enthusiasmus, ne? Natürlich auch sein, dass der ein bisschen die Sachen da abändert. Okay, Quest-Info. Noch immer... Ja, jetzt sind es fast noch 5 Minuten. Aber wenn ich jetzt einmal in den Kampf reinkomme, dann komme ich doch nicht, renne ich doch nicht wieder zurück. Oder? Na Mann. Zumindest wissen, dass er humpelt, wäre schon mal was. Aber das wird er nicht, oder? Also wenn er jetzt nicht mehr da ist, gehe ich zurück und gebe uns als Pilze ab. Sag mal so. Ich werde jetzt nicht nochmal ins nächste Gebiet verfolgen, weil das dauert dann auch zu lange. Er ist noch da. Okay. Er will den Kampf. Er kriegt ihn. Warum überhaupt ein Farbball? Das ist so das Ungünstigste und Dümmste, was ich machen kann. Es ist nicht doof, aber es ist halt sinnlos. Wobei er wahrscheinlich schlafen gegangen wäre, wenn er wirklich schon fast tot gewesen wäre jetzt. Also, komm, geh einfach und humpel dann dabei weg. Bitte tu's für mich. Tu's für mein Ego. Damit jeder weiß, ich habe was getan, außer sich 10-mal wütend gemacht. Ah, fuck. Okay, wisst ihr was? Wir können doch einfach uns, also ich schaue mir nochmal den kompletten Kampf an, zähle, wie häufig der Rage geworden ist und schaue, wenn wir ihn dann irgendwann wirklich getötet haben, wie häufig er maximal Rage werden würde. Okay, jetzt hier zu Bett, das ist, glaube ich, das Dümmste, was ich wirklich machen kann. Wenn es wohl nur chillt schon wieder.
Ja, ich glaube, es ist ein Enthusiasmus, der ein bisschen bei den beiden nachlässt. Dabei ist so ein großer Kampf doch gerade enthusiastisch. Meine Fresse. Hier sollte ich auf keinen Fall stehen. Nein, hier auch nicht. Geh weg. Okay. Ja, okay, komm, das... Wie lange habe ich noch? Kurz auf die Quest-Info schauen. Mal so kurz nebenbei. Eine Minute geht noch. Ne, eine Minute können wir noch. Wie gesagt, selbst wenn der Humpel, das bringt nichts. Ich müsste mit dem nächsten Schlag töten, damit das hier irgendwie ist. Und da läuft er davon. Okay, gut. Never mind. Mann. Das ist jetzt am Ego kratzen. So scheiße war der Kampf nicht, dass er mir nichts geben sollte. Gott verdammt. Okay, ich habe jetzt immer noch die Hoffnung, dass der einfach überhaupt nicht unbringbar ist hier. Deswegen würde ich euch an dieser Stelle jetzt einfach mal fragen, ihr meine lieben schlauen Zuschauer, kann man ihn töten oder geht das hier einfach nicht? War der Kampf eigentlich ganz okay, aber meine Waffe war zu scheiße oder war der Führer der Waffe zu scheiße und Mufa Waffen OP? Das sind so Sachen, von denen ich jetzt ganz gerne mal von euch eine Antwort wissen würde. Zumindest haben wir uns eine seiner Schuppen erkämpft. Ist auch schon mal ein Anfang. Und sollten eigentlich für die Kopfzerstörung auch nochmal irgendwas in der Questbedrohung bekommen. Rein theoretisch. Wie hoch bist du gerade gesprungen? The fuck, was macht der? Was ist los? Was ist? Oh mein Gott, das Dorf wird angegriffen. Okay, erstmal, es war ein Glavenuss. Wie Glaive, wie Schwert. Und wie Nuss, weil sein Schwert ein Penis ist. Gut, haben wir das nochmal perfekt lateinisch hergeleitet. Und eine Glavenuss-Schuppe nochmal bekommen. Also zumindest Items, ne? Sind wir dabei? Können wir kriegen. Wunderbar. Und ein paar Punkte. Ja, ja, nehme ich 46 Minuten, um 10 Unheilsbilder zu finden. Neue Fähigkeiten, Betäuben, Aufheben, Bebenabwehr. Okay. Von mir aus. Weil wir Betäuben, Aufheben ist eine extra Fähigkeit. Dass der Typi zu mir hinlaufen kann. Und mich mit seinem großen Hammer einmal abhaut, ist eine extra Fähigkeit. Okay. Jäger, es geht dir gut. Ich bin ja so erleichtert. Und es tut mir wirklich schrecklich leid. Wer hätte wissen können, dass sich der Auftrag zu einer Bestie mit dem Glavenuss führen würde. Und dass durch einen Fehler auf unserer Seite der Abgabepunkt fern vom Basislager war. Ach so. Wir sind ja bei ihm gestartet, ja. Wer konnte das nur wissen, ja. Es tut mir aufrichtig leid, Jäger. Der wurde von Toni geschmiert. Zu 200%. Ich gebe euch 5 Euro für, dass der mich noch häufiger versuchen wird umzubringen. Ich fürchte, du musstest eine Menge Strapazen durchstehen. Ja, ungefähr 50 Minuten. Nun, zumindest kennen wir jetzt die Quelle dieser mysteriösen Schleifgeräusche von vorher. Ein schrecklicher Glavenuss, der seinen Klingenschwanz mit seinen eigenen Zähnen geschärft hat. Haha, er hat Schwanz gesagt. Seit seiner Begegnung wurde uns keine weitere Sichtung gemeldet. Wir müssen aber weiterhin vorsichtig sein. Okay. Hallihallo, Jagdmensch. Schon zurück? Du siehst ja echt zerzaust aus. Was ist denn passiert? Das, ja, mein Mufa-Fest muss mal wieder gekämmt werden. Wie? Du hast eine Glavenuss getroffen? Echt jetzt? Schau mich nicht so an, ich hatte wirklich keine Ahnung. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Die schönsten sind immer die, die am crazysten sind. Hast du ihn denn wenigstens auch gefangen? Wir könnten ihn für die Touristen ausstellen. Wie? Nein? Okay, das würde für meine Theorie, dass man ihn nicht fangen oder töten kann, stehen. Denn ansonsten würde man ja hier dann ein bisschen eine Incontinuity kriegen. Warum hast du ihn denn... gibt's da ein deutsches Wort für? Bestimmt. Warum hast du ihn denn nicht in einen Käfig gelockt mit einer Fackel oder Glitzerkram oder so? Ah, wie auch immer. Hier ist die Questaktion, die ich heute für dich vorbereitet habe. Okay, 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 danke. Wir müssen übrigens auch mal mit den ganzen Leuten reden, damit wir hier unsere Belohnungen bekommen. Das können wir allerdings beim nächsten Mal machen. Wird das hier halt ein etwas längerer Part. Von mir aus können wir machen, passt schon. Ich würde mich nämlich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt's mir bitte. Also sagt mir Bescheid, ansonsten Feedback bitte in die Kommentare. Bitte sagt mir das mit dem Glavenuss, das interessiert mich brennend. Da bin ich scharf drauf. Fällt mir noch was ein? Gerade nicht. Deswegen, bitte lasst es mich wissen.
Schreibt es in die Kommentare oder wie auch immer. Ich muss wissen, kann der sterben oder ist der unsterblich? Nehmt eure G-Rank-Waffen, haut auf den drauf und sagt mir dann, ja, One-Hit-Kill oder ja, nee, gut, dass du weggegangen bist. Und damit, wieder viel fürs Zuschauen. Adios, amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.